Servus und einen wunderschönen guten Morgen an alle Zahnseitenbenutzer. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Null Problema. Der Shop hat geupdatet, Leute, und ich muss sagen, nicht schlecht, Herr Specht. Fangen wir mal ganz links an. Hier haben wir den neuen Skin, Dämonika. Da kann man denn nur Ulala sagen, oder? Was denkt ihr? Richtig krass. Sie hat Hörner, sie hat einen Schwanz, sie hat Stiefel, die da unten glühen, also der Stöckel glüht. Die Klamotten, die glühen auch, die sind teilweise verbrannt. Augen sind grün, richtig nice. Also gefällt mir total, muss ich sagen. Macht richtig was her. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal von einem Skin so sehr begeistert war wie jetzt. Gefällt mir richtig gut. Die Flügel, wie nennen die sich? Dämonikas Schwingen? Oder Dämonika Schwingen? Ja, die sind okay. Erinnern mich ein bisschen an die Melkor-Flügel. Aber sehen schon geiler aus, muss ich sagen. Ja, die gefallen mir schon gut. Kann mir gut vorstellen, dass sie zu einigen Skins gut passen. Den Skin finde ich richtig nice. Gefällt mir ohne Ende. Die Dämonika bekommt von mir auf jeden Fall 8 von 10 Punkten, eventuell 9 Punkte. Ich finde die richtig nice, gefällt mir richtig gut. Ich werde diesen Skin holen und ihn euch im Laufe des Tages in einem Gameplay dann vorstellen. Okay, gut, weiter geht's. Was gibt's hier? Heiße Hacke. Aha. Ah, das ist eine Gitarre, wie ich sehe. Okay, gut. Ihr seht ja unten das Ende der Gitarre und oben, da wo das Feuer ist, ist wahrscheinlich der Gitarrenkörper. Und die Seiten sieht man auch ein bisschen und mit dem Teufelsgesicht. Oh. Hört sich böse an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Fan von so großen Hacken. Aber die sieht schon nice aus mit dem glühenden, mit dem brennenden Feuer da. Das ist schon richtig geil. Ja, das ist ja ein Teil des Teuflisch-Sets. Also ich nehme an, es wird noch eine männliche Variante kommen. Da bin ich echt gespannt, wie die aussehen wird, wenn die weibliche schon so krass aussieht. Gut, die Spitzhacke hole ich auch, weil die gehört auch zum Set dazu. Und das ganze Set könnt ihr dann im Gameplay heute im Laufe des Tages dann sehen. Also schaut auf jeden Fall vorbei, falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr euch diesen Skin holt. Nach dem Video werde ich auf jeden Fall eine Entscheidung treffen können. Der Spitzhacke gebe ich, ja, 5 bis 6 Punkte, weil sie mir doch ein bisschen zu groß ist und zu laut. Aber vielleicht ändert sich das nach dem Spiel. Gut, jetzt haben wir hier die Luftrettung. Ja, das war ein sehr ausgefallener Gleiter, gefällt mir auch soweit ganz gut. Er ist mir, glaube ich, ein bisschen zu groß und ich glaube, der macht auch Fluggeräusche, welche dann im Spiel dann ein bisschen störend sind. Ich gebe diesen Gleiter, ja, 5 von 10 Punkten. Vom Design her wahrscheinlich 6 von 10 Punkten, aber ist schon richtig nice. Dann haben wir hier das Wassereis. Richtig nice, gefällt mir richtig gut. Das Wassereis als Spitzhacke ist mal richtig ausgefallen, gebe ich 7 von 10 Punkten. Hm? Gefällt mir. High-Rise Trooper, ja, das sieht auch in Ordnung aus. Ich war eigentlich nie so der Militär-Look und 0815-Skin-Fan, aber im Spiel sehen die gar nicht mal so schlecht aus. Da muss ich meine Meinung von damals ein bisschen ändern. Ist schon in Ordnung, für 800 V-Bucks kriegt ihr doch einen guten Skin. Gebe ich auch 5 von 10 Punkten, weil es doch ein durchschnittlicher Skin ist. Wahres Herz, oh, mit der Dämonika sieht es gut aus, hm? Super. Ja, okay, das Emote kriegt von mir auch 6 Punkte. Mhm. Ja, kriegt auch von mir 6 Punkte, das Emote. Gefällt mir, Electro Swing. Die Melodie finde ich gut. Und hier haben wir den Kommando-Skin, der ist relativ schlicht gehalten mit einem schwarzen Shirt. Gefällt mir auch gut, kriegt von mir auch 6 von 10 Punkten. Gefällt mir, ja. Gut, Freunde, das war's mit dem Shop. Wie gesagt, vergesst nicht später nochmal reinzuschauen, um euch den Skin Dämonika und die heiße Hacke in einem Gameplay anzuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch ein Abo da und aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr nichts mehr. Okidok, wünsche euch was, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.